Ich möchte dir eine Kurz-Kurz-Einführung in die Sprache UML geben. Ja, was ist UML? UML ist die Abkürzung für Unified Modeling Language. Das bedeutet, dass UML eine Modellierungssprache ist, eine Sprache, mit der man ein Modell erstellen kann. In dieser Sprache, hier sehen wir ein Beispiel aus UML, geht es weniger hier um einzelne Worte, sondern vor allem um Symbole, um Zeichen und geometrische Formen, die miteinander in Verbindung gesetzt werden sollen. Und wenn diese dann miteinander erfolgreich in Verbindung gesetzt werden, soll daraus ein Modell entstehen, einer Sache, wie hier zum Beispiel eines Urlaubs in Österreich. Dieses Modell soll eine Vereinfachung darstellen, die nützlich sein soll. Das heißt, es soll hier etwas ausgesagt werden, was man sehr leicht und sehr rasch verstehen kann. In diesem Beispiel hier hätten wir einen Akteur, der in einem System sich befindet, und dieses System beschäftigt sich mit dem Urlaub in Österreich. Und hier ist dieser Akteur, Fritz ist ein Urlauber, der sich gerade anschaut, welche Möglichkeiten er in einer Stadt hat. Er kann sich ausschlafen, er kann shoppen gehen und er kann ein Museum zum Beispiel besuchen. Was wäre ein kleines Beispiel aus UML? UML ist entstanden aus einem Projekt der sogenannten Object Management Group. Das ist ein 1989 entstandenes Konsortium, also eine Vereinigung aus mehreren Firmen. Mittlerweile gibt es etwa 800 Mitglieder und prominente Mitglieder sind hier zum Beispiel IBM, Apple, Sun und Microsoft. Und deren gemeinsames Ziel ist es eben, eine Sprache zu finden, mit der man sehr einfach solche Modelle beschreiben kann. Es gibt hier mehrere Diagrammarten. Zwei dieser Diagrammarten werde ich dir dann in meinen Videos näher darstellen. Eines dieser Diagrammarten ist das Activity-Diagramm bzw. Aktivitätsdiagramm. Hier geht es darum, Abläufe darzustellen, in welcher Reihenfolge etwas passiert. Also hier geht es zum Beispiel um Spaghetti kochen. Spaghetti sind eher roh. Nach müssen sie eingefüllt werden. Ja, wo müssen sie eingefüllt werden? In einen Kochtopf und so weiter und so fort. Also das wären hier Aktivitätsdiagramme. Und dann das sogenannte Use Case Diagramm bzw. Anwendungsfalldiagramm. Hier geht es jetzt weniger um eine Reihenfolge, in der etwas stattfindet, wie hier zum Beispiel in diesem Aktivitätsdiagramm, sondern soll hier möglichst vollständig alle Anwendungsmöglichkeiten, die in einem bestimmten System eben benötigt werden, dargestellt werden. Hier zum Beispiel in einem Mobilfunksystem. Der Mobilfunkbetreiber stellt zum Beispiel dem Sender und dem Empfänger die Möglichkeit zur Verfügung, eben SMS zu verschicken und sie zu empfangen. Und dasselbe gilt dann auch für Fotomessage verschicken. Wird ebenfalls gesendet und empfangen. Ja, bei UML gibt es natürlich nicht nur die Möglichkeit, das Ganze auf Papier dann zu machen, also diese geometrischen Formen auf Papier aufzuzeichnen, sondern es gibt hier auch die Möglichkeit, mit Hilfe von Software das Ganze durchzuführen. Hier gibt es sehr viel freie Software, das heißt kostenlose Software, die man sich einfach herunterladen kann und benutzen kann, aber auch natürlich kostenpflichtige Software, wo man dann dementsprechende Beträge dann eben zahlen muss, wenn man diese Software verwenden möchte. In meinen Videos möchte ich hier die Software Umlaut näher vorstellen und verwenden. Man kann sie herunterladen unter www.umlaut.com. Voraussetzung dafür ist, dass man Java installiert hat. Java ist eine kostenlose Laufzeitumgebung, das heißt eine Software, die man sich herunterladen kann und installieren kann. Und danach kann man zu umlaut.com gehen und dann dementsprechend dann die Software Umlaut dann herunterladen. Hier haben wir ein Beispiel dieser Umlaut-Benutzeroberfläche. Ich möchte gleich als nächstes dann zeigen, wie das funktioniert mit dem Herunterladen. Man geht also auf www.umlaut.com, geht dann hier auf Download und bekommt dann hier die aktuellsten Versionen angezeigt. Und hier kann man sich dann entscheiden, ob man die sogenannte Standalone-Version verwendet oder ein Eclipse-Plugin. Standalone werden wir verwenden. Standalone bedeutet, dass ich es ganz unabhängig von jedem anderen Programm verwenden kann. Wenn ich jetzt hier draufklicke, bekomme ich dann hier eine Download-Möglichkeit angezeigt. Ich habe es schon runtergeladen, deswegen mache ich es jetzt hier nicht noch einmal. Man bekommt hier eine ZIP-Datei. Und wenn man die dann mit alle Extrahieren entzippt hat, bekommt man hier einen Ordner, in dem sich wieder ein Ordner befindet. Und dann habe ich hier die entsprechenden Programmdateien. Und mit einem Doppelklick auf umlaut.jar, ja, kann das Programm gestartet werden. Ich starte es jetzt hier und habe hier das Programm mit der entsprechenden Oberfläche. Ich habe hier Einstellungsmöglichkeiten, die typischen Speichermöglichkeiten. Bei den Einstellungsmöglichkeiten müsste man an und für sich nichts verändern. Ich würde aber hier einen Hackerl setzen bei Show Grid. Dann bekommt man hier zum Beispiel dieses Rautenmuster
angezeigt. Wenn ich jetzt hier eine erstellen möchte, dann geht man hier auf File New. Ich habe schon eine neue erzeugt und kann sich hier dann eine dieser vorgegebenen Möglichkeiten, die Diagramme zu machen, dann aussuchen. Ich gehe hier zum Beispiel auf Use Case, das erste, was ich dir zeigen möchte. Mache hier einen Doppelklick zum Beispiel drauf, dann wird das hier das Fenster so zubereitet, dass ich es verwenden kann. Habe dann hier einen Use Case und gehe dann herunter und könnte hier dann eine andere Beschriftung zum Beispiel eintragen. Ich könnte hier hinschreiben zum Beispiel Fritz, der Urlauber. Ja, und alles funktioniert eigentlich nach dem System, dass ich hier einen Doppelklick mache, das erscheint dann hier. Ich kann es dann verschieben, diese ganzen Sachen. Und so kann ich mir dann durch geschickte Auswahl und Suchen, in welchen Bereichen ich eben diese Dinge dann finde, kann ich hier dann mir die unterschiedlichen Dinge dann zusammenklicken. Soweit jetzt einmal zur Kurzeinführung von Umlaut. Und im nächsten Video werde ich dir dann zeigen, wie man dann bestimmte Diagrammtypen dann mit Hilfe dieses Programms Umlaut dann auch erzeugen kann.